Willkommen zu unserem Vlog aus Rostock. Heute spielt der FC Hansa Rostock gegen Werder Bremen. Euer Quasi Kai 54 ist wieder on Tour. Endlich dürfen wir wieder rein. Ja. 10.000 Zuschauer sind erlaubt, die Dauerkarteninhaber. Wir lassen uns mal überraschen. Gegen Werder Bremen wird zwar schwierig, aber wenn wir genauso so einen guten Start hinlegen wie gegen Dynamo Dresden, sollte uns das was werden. Und es wird was. Ja. Was sagt der Kai? Läuft, ne? Ja. Hast du einen Tipp? Ja, 0-2 für Werder irgendwie. 0-2 für Werder. Ja. Ich tippe auf ein 2-3, wollen wir aber nicht hoffen. Wir wollen wenigstens einen Punkt holen. Wie gesagt, auch wenn es schwierig wird, aber ein Punkt sollte schon mindestens drin sein. Ich hoffe zwar natürlich auf 3 und einen Sieg. Wir werden sehen. Wir werden berichten. Wir sind auf dem Gelände. Kann losgehen. Der Bremen-Bus ist noch da. Ja, wir warten noch. Dann schauen wir mal. Der Bus fehlt uns noch in der Sammlung. Bis später, Jungs. Oh!
Halbzeit. 0-0. Ist jetzt gut gehalten. Wir wollen mal hoffen, dass es so bleibt. Ja. Da ist noch was drin, Hansa. Kriegt ihr hin. Schafft ihr. Ja. Da wird noch was.
Ja, wir haben alle ein bisschen durch und dann geht es ein bisschen Werbung und dann haben wir gleich nochmal das Endergebnis des anderen Spiels. Und dann gucken wir vielleicht schon drauf. Ja, dann kommen wir jetzt auf das zweite Spiel am Abend. Präsentiert wird das Endergebnis des anderen Spiels natürlich auch wieder von der Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Und hier das Spiel Erzgebirge Aue gegen Holstein Kiel, Endstand 2:3.
So, Spiel ist zu Ende. Es ist 1-2 ausgegangen. Keiner hat richtig getippt. Ja, Werder Bremen-Bus steht und wartet auf seine Gewinnermannschaft. Erstmal Glückwunsch an Werder Bremen. Gut gespielt. In meinen Augen, ja, der Schiri hätte ein bisschen anders pfeifen können. Ja, war ein wenig dreckig. Bezahlt. Genau, war ein wenig ein dreckiges Spiel von Werder Bremen. Meine Meinung. Ja, es war ein bisschen brutal. Also gut reingegangen, sagen wir so. Ja, aber Glückwunsch an Bremen, gut gespielt. War klar, dass es schwierig wird für uns. Ja, aber keiner hat richtig. Kai hat nichts mehr zu sagen. Enttäuscht. Ne? Wir wünschen euch eine gute Heimreise. Feiert den Sieg. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Wir sehen uns.